Sammlungsverein Neustadt an der Aisch stellt seinen Kunden seit mehr oder fast 70 Jahren beste Genetik zur Verfügung. Dafür muss man vieles tun. Zunächst werden ja unsere Bullen angekauft. Wir machen uns da viel Arbeit und Mühe. Es zählen zum einen die inneren Werte des Bullen, also die Zuchtwerte, nach denen selektiert wird. Und dann zählt auch das eigene Exterieur des Bullen. Noch wichtiger ist uns aber, dass wir auch die ganze Verwandtschaft betrachten. Wenn wir den dann ankaufen auf dem freien Markt draußen, wird er hier zunächst einmal 4 Wochen quarantänisiert, bevor er hier an die Besamungsstationen in die Stallungen gelangt, wie zum Beispiel der Bulle Lichtblick. Und mit solchen Bullen wird dann Sperma produziert. Zunächst einmal nur einige tausend Portionen, die wir dann nutzen für den Prüfeinsatz. Und dann, wenn die allerbesten dieser geprüften Bullen, die kommen wieder als Altbulle, wie zum Beispiel der Bulle Royal hier an die Station, und produzieren weiter. Die Bullen springen hier 2-mal die Woche, aber es ist sozusagen ein ganz kurzes Vergnügen. Es geht ganz schnell das Aufspringen, das Absamen. Aber um das optimal zu gestalten, ist jeder rundherum um den Bullen bemüht, dass es wirklich gut gelingt. Unser Stallpersonal kennt ganz genau die Vorlieben unserer Bullen. Und das alles wird hier optimiert. Und wir haben hier unsere 100 Bullen, die hier am Standort sind, wissen unsere Leute, unser Stallpersonal ganz genau, was die gerne haben und was die nicht so gerne haben. Das Ejakulat kommt hier rein. Im Labor wird jetzt die Menge, die Dichte erfasst, ob man das Ejakulat verwenden kann. Und dann werden diese Daten im BC eingegeben. Der BC sagt mir dann so und so viel Bayetten bekomme ich von dem Ejakulat. Dann wird es verdünnt, kommt zum Abfüllen. Nach dem Abfüllen wird nochmal geprüft, ist die Bayette richtig befüllt, richtig bedruckt, ist das alles in Ordnung, werden die Bayetten eingefroren, kommen dann in flüssigen Stickstoff, werden eingelagert und die Woche drauf machen wir dann eine Qualitätsprüfung von diesen eingefrorenen Ejakulaten, damit wir sehen, ist dieses Ejakulat in Ordnung, hat es noch eine Vorwärtsbewegung von 40% aufwärts, damit wir unseren Landwirten gute Qualität verkaufen können. Viel Qualitätsmanagement wird gemacht, zum einen hier im Hause, zum anderen aber auch geben wir das Sperma nach außen an externe Organisationen, die diese Sperma dann nochmals kontrollieren. Alles im Dienste unserer Kunden. Und unsere Kunden sind entweder hier in Bayern zu finden, aber auch über Bayern hinaus. Wir sind zum Beispiel auch tätig im Norden Deutschlands, wo wir ganz oft auch auf Ausstellungen. Aber nicht nur in Deutschland, sondern auch international wird die Rasse Fleckvieh immer gefragter. Und unsere größten Kunden aktuell befinden sich in China und in der Türkei. Ja, wir machen die künstliche Besamung schon seit ewigen Zeiten eigentlich auf unseren Betrieben, solange ich mich erinnern kann. Und es läuft über den Tierarzt bzw. über den BVN. Und es ist halt das Ziel, mit künstlicher Besamung halt den Zuchtfortschritt zu verbessern. Wir haben früher bloß mit Bullen gearbeitet, aber durch die künstliche Besamung ist der Zuchtfortschritt halt wesentlich schneller vorangegangen. Ich als Besamer würde die Bauern unterstützen bei der künstlichen Befruchtung, die durchführen, dass ich ihr die Arbeit abnehme. Die rufen mich dann früh an, dass sie was gesehen haben, dass er aufspringt. Und dann, je nach meinem Zeitplan, fahre ich dann vorbei und dann wird die künstliche Befruchtung durchgeführt. Ja, man muss schonend umgehen, ganz behutsam. Man kann auch viel verletzen in der Kuh, auch wenn es nicht so aussieht. Mit dem Röhrchen kann man schon ganz schön einen Schaden anrichten. Man muss halt viel Fingerspitzengefühl haben. Ja, wir vom BVN wollen eigentlich nur das Beste für Landwirte, gehen eigentlich auf jeden Wunsch ein, dass wir alles möglich machen können für den Bauern, jeden Bullen besorgen, den er haben möchte. Wir haben im letzten halben Jahr das beste Jahr in der Spermavermarktung gehabt, das der Besamungsverein auf 70 Jahre zusammengebracht hat.
Wir hoffen, dass diese Erfolgsgeschichte weitergeht. Das funktioniert aber nur, wenn wir weiterhin auch unsere Kunden hier im Gebiet hervorragend bedienen können. Dann haben wir auch international zufriedene Kunden.